Seid gegrüßt, meine Lieben. Ich begrüße euch hier am Schwedlersee im Frankfurter Ostend. Man glaubt es kaum, mitten in der Stadt und doch völlig in der Natur. Hier drehen wir für euch unsere Rosé-Nummer. Also bleibt dran und erfrischt euch ein bisschen mit uns. Eine Flasche, ein Tisch und all weiter. Rosé, unser liebstes Getränk, wenn es jetzt ein bisschen wärmer wird im Frühling und im Frühsommer. Ich bin großer Rosé-Fan. Was ich nicht mag, sind diese quietschigen, die so ein bisschen nach Gummibären duften. Alles, was so ein bisschen künstlich dropsig riecht, ist nicht so meins. Aber hier habe ich einen Rosé, der hat mich absolut weggeflasht. Und zwar Weingut Schloss Neuweier. Da sind wir in Baden, in der Stadt Baden-Baden, ein Stückchen oberhalb. Robert Schätzl ist der Weinmacher, berühmt-berüchtigter Kerl, der viele Weingüter beraten hat. Ein echter Spezialist, wenn es um Riesling geht, gerade in Baden. Aber auch eben Spätburgunder, also sprich Pinot Noir. Das hier ist Bilderbuch Spätburgundernase. Also wir haben dieses typische, ja, schwarze Johannisbeer, Cassis. Haben aber auch so leichte erdbeerige Aromen, Himbeere. Also eigentlich deutet die Farbe schon so in Richtung der Frucht, wonach es duftet. Es hat aber auch so ganz zarte, ja, so Heckenrose. Ein bisschen was Kräuteriges, extrem spannende Nase. Ach, das duftet einfach herrlich. Ja, schön trocken, eine tolle Frucht, so ein bisschen was Herbes hinten raus, was, ja, was so ein bisschen was Bitteres, positiv bitter, phenolisch am Gaumen, was so ein bisschen an Hagebutte erinnert, gibt dem Wein auch mal eine schöne Dimension hinten raus, schmeckt extrem lange nach, tolle Frucht, die am Gaumen stehen bleibt, ich glaube, zu allem, was irgendwie an Gemüse auf dem Grill ist, vielleicht auch so ein bisschen türkisch gewürzt. Ich könnte mir zum Beispiel sogar Lahmacun vorstellen, so mit Petersilie und Zitrone dazu. Wäre ein mega Pairing, bin ich mir ganz sicher. Es muss nicht immer die Wurst vom Grill sein. Super spannende Wein auf jeden Fall. Zu bekommen, wie immer natürlich, bei uns im Shop www.weingeist.shop. Und ich freue mich über euer Glöckchen, über ein Abonnement, über ein paar Kommentare. Und natürlich auch, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, eine Flasche, ein Tisch. Und ich, bis dahin, Grüße aus Frankfurt. Übrigens, Rosé bekommt ihr auch im Pack, klein und groß, zum Überleben und Genießen bei uns im Shop. Also, Vollgas.